Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren wunderschönen Folge zu unserem Horror-Mini-Reihe. Wir spielen wieder von Dave Microwaves Games Wails for Freedom, Jammern um Freiheit. Oder wie unser erster Druck war, genau, Wale für Freiheit. Fast. Wale für Freiheit. Fast. Ja. Und ja, wir machen es wie letztes Mal. 15 Minuten spielen wir. Und danach besprechen wir kurz, wie unser Erlebnis war. Diesmal geht es ein bisschen in Outlast-Richtung. Aber ich glaube ungefähr mit dem gleichen Stil wie letztes Mal. Oh. Sven natürlich auch wieder dabei. Er ist hauptverantwortlich für das Video. Dann werden wir verkackt. Cookie auf Twitter. Ich habe Angst. Was? Ich freue mich, Sven. Das ist schön, dass du dich wenigstens freust. Bist du soweit? Soll ich dich verschieben? Oder willst du irgendwelche letzten Worte ausrichten? Nee, verschieb mich ruhig mal. So, jetzt haben wir Spaß, weil Sven ist nicht mehr da. Ich kann jetzt machen, was ich möchte. Weil Sven muss ja schneiden, das heißt, ich kann einfach in der Ecke stehen bleiben und muss einfach durchgehen seine Sicht. Voll geil. So, aber jetzt haben wir erstmal Spaß. Nee. Remove random items, locations for... okay. Achso, links ist... Ach ja, sieht meine Maus nicht. Links ist, okay, die haben alle einen festen Spawn, die Items, und rechts ist, ja, sind random. Ich meine, wir spielen es jetzt das erste Mal. Das ist, denke ich mal, dann egal. Wird er wohl easy oder hard? Ah, ja, komm, wir nehmen hart. Okay. Grüne Leuchte. Ich kann mich noch nicht bewegen. Weil ich sitze. Achso. Und ich werde eingeschrieben. Was kann ich machen? Leute? Moment. Ah, lol, jetzt verstehe ich das. Aber ziemlich dunkel, das Spiel. Oh, ich bin Rollstuhlfahrer. Ah, okay. Man sitzt im Rollstuhl. Das ist heftig. Okay. Flash your camera. Ah, okay. Ja. Set. Okay. Ja, I understand. Natürlich auf einen dran, du bist Sven ja nicht Bescheid gibt. Da kriegt er ein längeres Video, was er schneiden muss. Ich glaube, wir haben nur ein Bein, ne? Das rechte sieht nämlich nicht ganz aus. Es ist geschlossen. War ja klar. Ich fahr das nicht. Oh, nix. Oh, die Steuerung ist aber. Oh, hier ist auf. Heißt, hier kommt ein Tippi? Habe ich das richtig gesehen? Alter, die Steuerung ist ein bisschen kreppelig, ne? Ne, ist kein Tippi. Oder? Umdrehen? Also die Steuerung. Okay, wir haben eine Fuse gekriegt. Das ist doch schon mal ein Anfang, ne? Ist doch okay. Frag mich, welches ist. Oh, hoppala. Welches System das hat. Je mehr man hat, desto schwieriger wird das Spiel, oder? Ob das einfach nach Zeit geht. Keine Ahnung, so bei Forest war es zum Beispiel so, okay, nach 10 Tagen ging es dann erst so richtig los. Man hatte in den Tagen die Zeit. Also, hätte er sein können, oder? Ich glaube, da vorne geht es hart ab gleich.
Abenteuer. Alter, ist das schwer. Boah, was bist du denn? Okay. Wir merken uns, die Dinger sind böse. Ich glaube, die kommen von allein. Wir probieren hier mal mit Sachen aus. Ich bin hingefallen, glaube ich. Nein! So, jetzt aber. Für die Tür müssen wir schwächen. Seh nix! Ich will das voll taktisch machen. Wo bin ich denn jetzt? Die Tür? Ja, ne? Nächster Versuch. Ah, ich hab noch eine Fuse gefunden. Okay. Keine Ahnung, wie viele man braucht. Steht das irgendwo, wenn man was drückt? War nicht in der Beschreibung, ne? Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Ich frag mich ja, wie Sven geht. Hier war rein. Boah. Ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Boah. Da war er. Okay. Was? Die Tür ist zugegangen. Wenn man sich an Horrorspiele gewöhnt oder so, geht das klar? Also auch das hier finde ich gerade. Was geht es bei Sven? Da freue ich mich gleich, glaube ich, am meisten drauf, wie. Ob er das. Alter. Ich meine Vermutung ist, seine erste Aufregung wird sein über die. Weißt du, das wäre wie fast so ein Spiel bei Steuerung, ne? Darauf gehe ich von aus. Boah, ist die Steuerung komisch. Der gibt's Bonus. So gesehen haben wir dann das Spawnschuss. Jetzt finden wir ihn mal raus.
ist der erste immer im gleichen Spot. Sieht auf jeden Fall danach aus. Kann immer noch Zufall sein, dass er jetzt dreimal hintereinander im gleichen Spot war. Random ist auch das. Klar. Kann aber auch nicht so sein, dass der erste zumindest immer an der gleichen Stelle ist und danach es unterschiedlich wird. Oh, Junge. Ob Jadik auch so Probleme hat? Ich hoffe mal hier. Hat mir vorhin auch nicht geholfen, aber. Sehen wir mal. Jetzt ist es anscheinend gut. Hat mir wieder nicht geholfen. Alles klar, dritter Versuch. Ich hab meine Schlüssel. La 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 la. Let's go. Moment. Okay. Zwei habe ich. Komm. Den Run haben wir noch irgendwie versumpft nochmal. Das ist ja alles. Geht das so schnell, muss man neu fragen. Okay, Stecke der Wand. Na geil, Stecke der Wand. Flashlight. Hey Geist! Alles klar. Stecke in der Wand, Spiel durchgespielt. Na komm, was wenn's. Bist du wieder. Oh. Hilfe! Och du, jetzt hab ich mich festgefahren oder was? Oh. Hilfe! Ich will meinen Schlüssel benutzen. Hallo, hörst du mir? Nein, jetzt geh weg! Nur weil ich mich festgefahren habe, ey. Danke, Spiel. Boah! Oh Mann, ey! Bin ich richtig noobig unterwegs. Ja, richtig krass. Alter, Zeit schon vorbei? Ja. Alles klar, Zeit ist vorbei. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ich habe sogar noch ein bisschen länger gemacht, weil ich gerade zwei Fuses hatte. Deswegen wollte ich mal kurz gucken, wie weit ich komme. Ich hatte den verdammten Schlüssel, ne? Ja. Und habe mich festgefahren. Ich habe mein Spiel jetzt auch beendet, indem ich in der Wand feststecke. Oh, ich kann nicht mehr raus, und dann kam auf einmal so dieses Monster an. Gerade wo ich meinen schönen Schlüssel hatte. Kamst du auch nicht mit Z raus? Ich kam nicht mit Z raus, ich habe Z gespammt. Okay. Ja, das habe ich nämlich auch gerade. Zwei Fuses gehabt, um diese eine Tür zu öffnen. Die dritte, Schlüssel habe ich bisher noch nicht gefunden. Welche Schwierigkeitsstufe hast du genommen? Hart. Und du? Auch. Weil ich dachte, okay, der einzige Unterschied ist random. Und ich meine, für die 15 Minuten ist es scheißegal. Ja, ich habe einfach entschieden, Yannick wird bestimmt hart nimmt, dann nehme ich auch hart. Ja, genau. So habe ich entschieden. Wie fandest du es denn? Sehr, sehr komisch. Also, allein schon die Steuerung. Also, das Fahren an sich ist schon sehr schwammig. Fand ich jetzt. Ja, ich fand den Ansatz aber irgendwie ganz nett, so mit Rollstuhl. Aber ich stimme dir zu, so immer man muss halt immer wenden.
Ja, ist ziemlich schwer. Ich bin immer irgendwie gegengefahren, einmal umgekippt. Ja, oder wenn du, sag ich mal, in der Tür schon eh drückst, um die Tür hinter dir zuzumachen, dann machst du auch einmal hier kaum so, dann machst du Beyblade. Mhm. Oder dieses Flashen. Ich weiß immer noch nicht, was es. Weißt du? Ich habe versucht, die Monster zu flashen. Keine Wirkung. Sofort mein tot. Gedanke war, damit du einen Blick über den Raum hast. Weil wenn du flashst, dann siehst du ja immer komplett den Raum. Ja. Das habe ich dafür benutzt, um direkt einmal zu gucken, okay, ist denn was. Ich habe die ganze Zeit mit Nachtsicht. Wie groß ist der? Ich bin die ganze Zeit mit Nachtsicht rumgefahren. Ja, habe ich auch gemacht. Weil gab es ja keine Batterien oder sonst irgendwas. Deswegen. Ja, deswegen. Ich dachte, wenn das heißt ja nichts gesehen. Rumfahren, ist das zu dunkel. Hm, ich hätte auch so nichts gesehen, deswegen. Junge, Junge, Junge. Hattest du erschreckt zwischendurch? ja, die erste Male, glaube ich. Okay, ich habe mich auch. Also, Geist ging tatsächlich. Am meisten habe ich mich erschreckt, als die Tür am Anfang aufging. Echt? Ja, da stand locked. Dachte ich mir, okay, dann muss ich Schlüssel finden. Aber man kippt die um. Ab da, das war das Schlimmste. Das andere ging. Alles klar. Aber ich muss sagen, ich fand dieses Freddy-Spiel, was wir vorher gespielt haben, besser. Ah, weiß nicht. Also. War anders. So. War irgendwie schöner, irgendwie. Also. Ich wusste wenigstens, was ich machen musste am Ende. Ja, gut, hier wusste ich das auch. Schlüssel finden für diesen Storage-Raum und Fuses finden, um den Strom wiederherzustellen, damit du rauskommst. Geil. Ja. Cool, ne? Ja, aber ich weiß nicht, woher die Monster kommen. Wieso da diese Monster sind. Ja, die laufen halt durch die Gegend und öffnen auch Türen. Das fand ich auch cool. Ja, habe ich auch gemerkt. Weißt du, ich war in so einem Raum, hab die Tür ging zu, wo ich nichts gemacht habe. Weil dachte ich, das Ding ist bei mir. Wollte ich die Tür wieder öffnen, um wieder rauszukommen. Stand das Ding auf einmal. Und killt mich. Ah, das war schön. Und da war ich so angespannt. Weißt du, ich gucke mir nämlich diese Fuse da an. Und auf einmal geht hinterher einfach nur die Tür zu. Und du denkst dir, jetzt wird gefickt. Genau so. Aber ich bin nicht der Ficken. Ich bin der Gefickte. Ja, genau. Du musst die Seife aufheben, Sam. Boah, nee. Na gut, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine schöne Bewertung da. Oder ein kostenloses Abo. Alles gerne da lassen. Macht uns nichts aus. Finden wir gut. Und nächstes Mal gibt es dann was anderes. Mal gucken. Vielleicht ist Ben schon dabei. Dann gibt es was ganz anderes. Oder wir gehen in Richtung Spongy. Spongy. Mal schauen. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Wieder schauen, reingehauen. Ciao. Tschüss.